Ich bin Johannes von newgadgets.de und das hier ist der Asus iPad Transformer, ein 10 Zoll Nvidia Tegra 2 Tablet, also mit Dual Core 1 GHz Prozessor. Darauf läuft GTA 3, wie man unschwer erkennen kann. Eines meiner Lieblingsspiele damals für den PC und auch das erste PC-Spiel, was ich mir gekauft habe damals, als ich noch ganz jung war. Und mittels Mini-HDMI-Port könnt ihr das Ganze auch auf dem Fernseher spielen. Und nur mal so als Vergleich, 10 Zoll, da spiele ich doch lieber auf dem 55 Zoll Fernseher und benutze das Tablet als Controller. Und dass das Ganze auch wunderbar funktioniert, könnt ihr dann jetzt hier sehen, wenn ich ein bisschen damit spiele. Läuft also wunderbar. Wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen durch die Stadt. Ich will jetzt nicht unbedingt eine Mission erfüllen. Ich will euch einfach nur ein bisschen zeigen, wie das Spiel hier auf Nvidia Tegra 2 läuft. Ups, ja, und gleich mal einen Unfall bauen, wenn man nicht wirklich auf die Straße guckt. Ups. Man sieht aber auch, dass das Spiel jetzt nicht 100% flüssig läuft. Aber ihr seht, es ist spielbar und sieht super aus. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze auf Quad-Core-Tablets laufen wird. Also wir haben ja jetzt schon das Asus iPad Transformer Prime. Das ist das erste Quad-Core-Tablet mit Nvidia Tegra 3. Vielleicht läuft es da auch ein klein bisschen flüssiger. Aber ihr seht, das ist hier auch auf jeden Fall spielbar. Und ich fahre sowieso sehr gern hier rum. Einfach sinnlos durch die Gegend. Missionen braucht keiner. Bisschen Unfälle bauen. So macht mir GTA Spaß. Ups. Was ja auch toll ist, ihr könnt, wenn ihr ein Smartphone habt, was einen Micro-HDMI-Port hat, auch natürlich einfach ein Micro-HDMI-Kabel anstecken und das Smartphone als Controller benutzen. Also es ist einfach faszinierend, was jetzt schon möglich ist. Wir können hier auch die Sicht ändern. So, von oben, das sieht dann aus wie das erste GTA oder GTA 2. Da werden Erinnerungen wach. Und sieht einfach toll aus. Und ich habe das Spiel eigentlich auch noch nie auf so einem großen Screen gespielt, sonst eigentlich immer nur auf meinem damals 17 oder 15 Zoll Monitor, weil das damals halt einfach Stand der Dinge war. Und da ist das Ganze schon ein bisschen cooler hier auf einem riesen Monitor. Das ist Grand Theft Auto 3 auf einem Tegra 2 Tablet, nämlich dem Asus iPad Transformer. Also ihr seht, auch wenn jetzt Quad-Core Tablets auf dem Markt sind, heißt das jetzt nicht, dass Dual-Core Tablets veraltet sind etc. Auf denen kann man immer noch wunderbar Full HD anschauen, sich anzeigen lassen oder auch Spiele spielen. Hier haben wir ein richtig schnelles Auto. Das will ich euch noch zeigen, bevor das Video dann zu Ende ist. Ups. Jetzt habe ich die Kamera aber... So, jetzt. Mann, bin ich schlecht. Ich habe das sonst immer nur mit Tastatur und Maus gespielt, also... Aber man gewöhnt sich an die Steuerung mit dem Tablet. Ihr seht ja, wir haben hier die Links- und Rechts-Taste zum Lenken und können hier rechts Gas geben und bremsen und hier driften. Ihr könnt aber auch in den Einstellungen einstellen, Moment, dass ihr einen Analogstick bekommt fürs Fahren. So, das ist dann Fahrzeugsteuerung ändern. Ups. Analoges Lenken. So. Jetzt haben wir hier zum Lenken einfach einen Analogstick, wie auch beim Laufen. Also wem das besser gefällt, der kann sich das dann so einstellen. Okay, so, das war... Ups, oh. So, das war GTA 3 auf dem Asus iPad Transformer Dual Core Tablet. Angeschlossen mittels Mini-HDMI-Kabel an einen Fernseher. Und ihr seht... Das ist Konsolenqualität, jetzt schon auf den Tablets. Also,
Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Channel abonnieren würdet, meine Website newgadgets.de besucht, dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.